Ihr fünf bitte neuen Steinbruch und zwar nach dorthin. Du Steinbruch weg. Eins, zwei, drei, vier. Würdet ihr bitte auf der Seite Holz fällen? Dankeschön. Bauteam, ich brauche eine. Bauteam, Bauteam. Nicht A-Team, sondern ich habe ein Bauteam. Aber ich habe keinen Platz mehr für Häuser. Kacke. Meine Holzfäller sind zu langsam, um hier zu bauen. Die schaffen nicht schnell genug Platz. Oh, Kampf! Kampf! Wo? Da. Langschwertkämpfer von den Kelten. Brauchst du große Hilfe? Ist nur einer. Der kommt gerade zu dir. Willkommen, Begrüßungskomitee. Ja, dann kann ich hier umdrehen. Ach, warte mal, ich habe hier auch noch was für dir. Bei dir stehen. Ich begrüße ihn auch mal. Wenn ich ihn finde. Ich weiß nicht, wohin es. Tot. Meine Türme haben es erledigt. Hat schon Türme, ey, das ist unglaublich. Wenn du dir meine kleine Armee anguckst, wirst du sehen, dass da auch Teutonen dabei sind oder besser Deutschritter. Ich sag nichts mehr. Ich kann das Spiel nicht. Ich kann das Spiel nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, erwarte nicht zu viel. Ich werde drauf gehen. Ich kann das nicht. Hier kann keiner reinkommen, hier ist alles voller mit Wald. Wieso kommen hier? Okay, dann muss ich mal hier weiter gucken. Weil von dort. Oh, jetzt ist der Opa zockt auch noch in der Ritterzeit. Ich war ja. Oh Mann, ey. Die machen mich alle fertig hier. Zum Glück bist du hier nur Opa zockt. Achso, ja. Ja, okay, hab ich ja Schwein gehabt. Durch Wald konnten ja die Viecher nicht durchlaufen, oder? Nee, oh, jetzt kommen wir mal ein paar Rambeck an meine Burg. Hä, aber wo kommen die denn die ganze Zeit her? Bei mir kommt der Pinke von links oben. Ja, dann da kommt, da müsste aber dann meine Viecher auch die ganze Zeit herkommen. Oder kommen die von hier aus? Wir müssten uns mal einkerkern hier. Kann man hier nicht irgendwie hier auf Bewachen folgen? Ausspähen? Da kommt der Rote! Nein! So, pass auf, du baust jetzt erstmal hier eine Mauer. Da so quer rüber. Wenigstens die Ecke dicht und du baust mal bitte eine Mauer
da so quer rüber. Weil hier ist überall Wald, da kommen sie nicht durch. Und da müssen sie irgendwo bei dir da links noch durchkommen. Weil hier ist alles Wald, da können sie nicht durchlaufen. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da mache ich jetzt zu und da mache ich jetzt zu. Dann können sie nur noch von da und von dir aus kommen. Wollte der Penner mir jetzt meine Leute wegbekehren? Das kann ich nicht sagen. Doch, doch, er hat es probiert, mal zwei Menschen. Sind jetzt tote Menschen. Ich muss euch da mal weiter rüberziehen. Imperialzeit, ey, das ist nett. 800 Gold und 1000 Nahrung. Respekt. Bau da mal zwei Türme hin. Düm, düm. Achso. Also bei mir können sie momentan nur aus einer Richtung kommen. Die andere. Bei mir könnten sie theoretisch nur von dir aus kommen. Oder hinterm Wald am Kartenrand, was von mir zu dir geht. Aber ich denke mal, da wirst du ja mit Sicherheit schon irgendwie. Da ist Wald. Da ist Wald. Da ist Wald, okay. Dann können sie von mir nur von hier unten kommen. Beziehungsweise hier unten ist jetzt dicht auf der Seite. Da wo du gerade Türme baust, da ist der blaue übrigens. Ja, den blauen habe ich noch nie gesehen. Und der rote kommt hier immer von hier rechts, rechts von den Türmen. Ah, okay, da habe ich auch dicht gemacht. Ah, genau, ich mache jetzt mal, ich entwickle jetzt mal schnell Kartografie, dann kann ich ja sehen, was du schon entdeckt hast. Oh, die hocken schon wieder hier drüben. So, Bauteam ist fertig. So, dann sollen die mal da ein bisschen arbeiten. Richtig. Ich könnte jetzt mal ein Holzfeld abziehen. Du kannst mal das Haus hier fertig bauen. Und eventuell da noch ein Haus hinsetzen. Meine Bauarbeiter haben jetzt hier mal wieder gute, meine Holzfäller haben jetzt mal gute Arbeit geleistet und haben jetzt mal hier ein bisschen Platz geschaffen. Nicht schlecht. Es war nicht viel Platz, aber ein bisschen Platz. Was war das? Was war was? Das Geräusch. Achso, das war Kartografie. Okay. Ah, da ist der blaue. Ah, okay. Und von da aus könnte der kommen. Da bist aber du. Aha. Und dahinter ist Wald. Ja, da ist alles dicht. Das heißt, den Wald da in der Mitte können wir ja ohne Probleme wegprügeln. Richtig. Müssen wir nur entsprechend dann die Mauern ziehen. Aber das ist ja kein Problem.
jetzt habe ich keine Steine mehr. Dito, Dito, Dito. Dann macht ihr mal bitte. Du kannst aber da, wo du die Mauer baust, bei dem Wald ein Stück weiter vorne sind Steine, die könntest du dir nehmen. Ja, noch habe ich 2500. Ne, ich meine jetzt den Wald, der jetzt zum Beispiel links von deiner Mühle ist. Da, wo du auch dran bist. Zum Kartenrand. Da haben wir ja die Mauern dicht, da können wir ja, den können wir ja komplett wegmachen. Richtig. Da arbeite ich ja eigentlich auch schon relativ gut weg, die ganze Hütte da. Aber wegen den Punktezahlen, du hast mittlerweile auch sämtliche Computerspiele überholt in der Punktezahl. So muss das sein. Oh, da kommt der Rote. Yay! Na komm! Komm! Na komm! Hau nicht ab! Ja, lau, lauf zu den Türmen hin. Super. Hast du toll gemacht. Hab ich wieder nichts zu tun hab hier. So, eine Mauer noch, dann ist die Hütte hier auch dicht. Sehr gut. So, ich bin auch komplett geschützt. Noch zwei Türme dahingesetzt und dann, Nee, Kanonenturm entwickle ich mal noch nicht. Na, wie lange brauchst du denn jetzt hier noch? 66%, 39%. Alles klar. Alter, ihr sollt doch nicht den Wald auf der Seite wegmachen. Warte mal, ihr baut jetzt da einfach nochmal ein neues Holzfällerlager hin. Vielleicht hört er dann auf, den Wald auf der Seite wegzumachen. Vielleicht sollte ich dort eventuell auch nochmal neues hinsetzen und das Ding entfernen. So, und dann sollten wir vielleicht zur Sicherheit. Ach nö, nö, warum? Zwischen uns brauchen wir ja keine Mauer, falls irgendwer durchrennt. Ich denke mal, das ist sehr unwahrscheinlich. So, neue Häuser. Die Produktionswarteschlange ist voll. Produktionswarteschlange ist voll. Na toll. Es werden mehr Häuser benötigt. Alter. Ein Traum. Ein Traum. Irgendwas ist immer. Richtig. Ja, hier Bauteam. Könnt ihr nicht erstmal da weitermachen? Oder habt ihr euch jetzt da eingeschlossen? Nee, habt ihr nicht. Könnten mal ein paar davon nach hier unten kommen.
Stadtpatrouille. Sonst noch irgendwas hier. Ups. Goldbergbau nehmen wir auch noch mit. Bergarbeiterlager als alle. Das heißt, die komischen Pfeifenköpfe stehen da auch rum. Könnt ihr da oben mithelfen? Hier ist noch so ein Bogensäge. Mal gucken, was ich alles erforschen kann. Bankwesen hört sich auch gut an. Jo. Könntest du mal deine Armee, die an der Straße zwischen unseren Dörfern steht, ein bisschen beiseite schieben, damit meine Markern ein bisschen mehr Platz haben zum Vorbeifahren? Natürlich. Dankeschön. Bei Markern hast du aber auch echt so einen ziemlich schlechten Punkt erwischt hier, wo die Markern durchfahren. Meinst du den Wald oder meinst du den ich gebaut habe? Nee, ich meine, sag ich mal, das Kloster, was da mitten im Weg steht, oder die Uni, das Kloster steht mitten im Weg, die Waffenschmiede, die ganzen Häuser, die müssen da überall quer durchlaufen. Ja, aber ich habe wenigstens ein Stück Platz gelassen. Das ist noch reicht. Ja, das stimmt. Ja. Oh. Ey, so kann das Feld das Schaf nicht um. Ich kann das Schaf nicht entfernen. Sie benötigen mehr Häuser. Die Holzfäller, hier müssen wir weiter hier links rüber gehen. Deine Markkarren, die fahren aber auch komisch. Die fahren um den Wald herum, fahren dann eine Schleife um das Holzfällerlager rum. Ach, Hauptsache sie kommen ans Ziel. Soll ich mal ein paar Meter zubauen von mir? Dann ist da aber richtig Party. Wie viel hast du nur umlaufen? 3? Ja gut, ich habe 10. Ach, eine Uni bauen wir mal. Habe ich schon eine Schmiede? Ich habe noch gar keine Schmiede gebaut. Dann bauen wir nochmal eine Schmiede. Und eine Uni und na, ein Dorfzentrum brauche ich nicht mehr. Ich baue jetzt hier mitten den Weg genau zwischen diesen kleinen Holz. Oh, das passt da genau dazwischen. Dann brauche ich aber jetzt ein Borkind. Dann war es das mit Markkarren. Na, da fahren sie halt außen um das kleine Wäldchen drumherum. Ich baue meine Burg nach dahin. Ja, dann müssten sie da vorne rausfahren aus dem Tor und hinten rum rein.